Erst durch die Komparsen und Statisten wird die Kulisse einer Filmszene so richtig zum Leben erweckt. Aber wie wird man Komparse? Martin Willingshofer weiß das ganz genau. Er hat schon viel erlebt am Set, nationale und internationale Stars getroffen und wird uns heute darüber berichten. Herzlich willkommen bei TV Mürz. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen eines Filmsets werfen. Und Martin Willingshofer weiß das ganz genau. Schön, dass du da bist. Du bist Komparse. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin Komparse, hobbymäßig. Seit Dezember oder November 2022 habe ich begonnen und ja. Was war die Initialzündung? Wie kommt man auf die Idee, dass man sagt, ich möchte jetzt Komparse sein? Naja, das mit dem Film und Fernsehen hat mich immer schon interessiert. War immer ein Traum, einfach vor der Kamera zu stehen. Irgendwie hat sich das halt nie so verwirklicht. Die beruflichen Wege haben halt andere eingeschritten. Und somit hole ich mir das jetzt als Komparse ein bisschen nach, dass ich eben in die Film- und Fernsehwelt dementsprechend eintauche. Also das heißt, du bist schon immer gern so auf der Bühne gestanden oder so das Schauspiel hat dich immer schon interessiert? Naja, als Kind zum Beispiel, wenn ich so auf der Bühne war, das war immer die volle Aufregung und sehr nervös und immer, ja, einfach nicht so angenehm für mich. Aber irgendwie über den Laufe der Jahre ist das Interesse größer geworden und wenn jetzt theoretisch eine Kamera vor mir steht, kein Problem und ich habe auch keine Scheu davor zu sprechen oder sonst irgendwas, ja. Du sagst, der berufliche Weg wurde ein anderer. Bleiben wir gleich dabei. Was machst du beruflich? Naja, jetzt bin ich schon mittlerweile über 20 Jahren bei den Stadtwerken Mürz-Zuschlag, Elektriker gelernt und mittlerweile seit 2009 im Büro vom Energieverkauf. Okay. Das heißt, in Mürz-Zuschlag beruflich verankert, privat in Krieglach. Und ja, nebenberuflich, hobbymäßig, gut unterwegs. Ja, genau. Wie kommst du zu einem Job? Wie funktioniert das? Nee, im Prinzip hat das Ganze angefangen, also im Jahr 2022. Da ist ein Casting ausgeschrieben worden, eben über die Social Media habe ich es gelesen, dass in Bruckmoor ein Casting ausgeschrieben wird und wo Komparsen gesucht werden für einen Film, der am Red Bull Ring gespielt wird. Ja. Und da bin ich hingefahren und dann gibt es halt einen Fragebogen, du wirst halt komplett abgemessen, die Körpermaße, alles drum und dran und Fotos gemacht. Dann wirst du der Regie vorgeschlagen und die sagen dann, okay, der darf kommen oder der nicht. Mhm. Und das war eigentlich der erste Schritt in diese Branche. Und sie haben gesagt, der darf kommen. Ja, genau, ja, das hat dann passt, ja. Wirst du dann so in einer Kartei aufgenommen oder also gibt es da so wie bei den Models eine eigene Kartei, die da angelegt wird für dich? Es gibt in Österreich mehrere große Agenturen, die was wirklich nur für Komparsen oder Kleindarsteller, Unterschied Komparse, Kleindarsteller, der Komparse hat keine Sprechrolle, der Kleindarsteller hat eine kleinere Sprechrolle eventuell oder überhaupt. Und da wirst du in eine Kartei aufgenommen. Und das war eben die erste, wo ich aufgenommen worden bin. Und dann habe ich mich noch in drei andere einschreiben lassen. Das habe ich einfach übers Internet gemacht, mit Fotos und halt allen Daten und drum und dran. Und dann beginnt das halt schon langsam zu laufen. Und der erste Einsatz war gleich ganz was Besonderes. Aber erklären wir mal, bevor wir verraten, für wen das war. Du wurdest als Stand-in gebucht, kann man sagen. Was versteht man darunter? Ja, wie ich dann erfahren habe, also ich habe mich als Komparse beworben und dann ist jemand gekommen von der Produktion und hat gesagt, ja, wir brauchen dich als Stand-in. Habe ich zuerst auch nicht gewusst, was das ist im ersten Moment.
dann habe ich schnell mal im Handy nachgeschaut, was Stand-in überhaupt bedeutet. Also, du wusstest das? Nein, ich wusste es nicht, was das ist. Nein, und das hat mir irgendwie auch keiner gesagt. Ja. Und dann habe ich gewusst, Stand-in sind im Prinzip Personen, die sich einmal an den Platz hinstellen, am Set, damit die Kamera die Einstellungen machen kann, das Licht, der Ton, bevor der jeweilige Hauptdarsteller kommt. Mhm. Ja. Und jetzt werden natürlich schon viele denken, für wen war der Stand-in, für welchen Hauptdarsteller? Es war Orlando ein Hollywood-Star, oder? Genau, es war Orlando Bloom, ja. Also das heißt, du musst ihm körpermäßig sehr ähnlich sein. Anscheinend, ja. War mir vorher nicht bewusst, ja, aber anscheinend war das so, ja. Aber du bist ihm dann natürlich am Set begegnet, genau, weil ich gesagt, genau. Du warst da und er vielleicht inzwischen in der Maske, ja. Und dann... Das war im Prinzip auch der Vorteil an der Produktion. Ich war da 3 Tage dort. Als Komparse bist du kurz am Set. Wenn das fertig ist, also ein anderes Set aufgebaut wird, wird das Komparse wieder weggeschickt. Dadurch ich aber für den Orlando Bloom, der Stand-in war, habe ich immer am Set sein dürfen. Also immer hinter der Kamera, ganz nah und so. Also immer rufbereit sozusagen in dem Moment, dass Joker-Zeit verstrichen wird, wenn er seinen Einsatz hat. Ja? Aber das ist schon, es ist sowieso schon etwas Besonderes. Und dann natürlich der Einstieg mit sowas ist schon noch einmal so ein extra Zuckerl, oder? Auf jeden Fall, ja. Es ist, man muss sagen, das ist ein ganz anderes, es ist ein ganz anderes Feeling, wenn du jetzt mit dem am Set bist, dass du ihn vielleicht wirklich auf einem roten Teppich oder wo sehen würdest. Weil der ist in dem Moment an seinem Arbeitsplatz, genau. Und ja. Und es ist trotzdem, du bist zwar, stehst neben den, du kennst ihn aus vielen Filmen. Ich war ja auch Fan von ihm vorher schon. Und ja, das ist aber trotzdem, du bist jetzt nicht so wie ein Fan, dass du jetzt dazu hinrennen willst oder so. Und das musst ganz cool runterspielen halt, ja. In dem Fall bist du ja Arbeitskollege. Ja, genau, in dem Fall schon, ja. Ich habe jetzt gesagt, einen Blick hinter die Kulissen werfen. Natürlich jetzt das Besondere ist, wenn man jetzt Stars begegnet, das ist trotzdem fein, sage ich jetzt einmal. Aber so dieser Blick hinter die Kulissen, man stellt sich ja immer etwas vor, wenn man dorthin kommt. Ja, wie hast du es vorgestellt und wie war es dann tatsächlich? Nicht so aufwendig, habe ich es mir vorgestellt. Also man muss sagen, also bei der Produktion, also der Unterschied zwischen Hollywood-Produktion und sagen wir mal national-österreichische Produktion, da sind Welten dazwischen, weil bei Hollywood-Produktionen, zum Beispiel bei derer, da waren ein paar hundert Produktionsmitarbeiter rundherum, also das war riesig aufgebaut und man sieht da erst, wie aufwendig diverse Szenen entstehen oder entstehen müssen, als wie das dann im Film überhaupt ist. Weil im Film schaut es teilweise einfach aus und in Wirklichkeit ist das eigentlich ein mega Aufwand oder mega Zeitaufwand. Also ganz großes Kino, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Stimmt, sagen. Ja. Also das war der erste Einstieg 2022. Mhm. 2023 ging es ja eigentlich rasant weiter. Mhm. 6 Produktionen in einem Jahr. Da war so ziemlich alles dabei, also viel Nationales, aber auch eine Streaming-Serie mit Kate Winslet, also wieder was Internationales. Welche Produktionen waren das? Wo warst du da mit dabei? Zum Beispiel Österreich war jetzt der Tatar dort, Steirer Krimi war Schnell ermittelt mit Ursula Strauss und ja, und international war halt der Regime mit der Kate Winslet, was halt dann eine Netflix-Serie geworden ist, also eine Streaming-Serie, ja. Hast du ein bisschen einen Bezug zu Krimis? Sind das bevor oder ist es Zufall, dass das jetzt alles Krimis waren? Irgendwie bin ich da reingerutscht, dass mich immer als Polizist haben wollten. Okay. Das ist so, das sagen auch die Komparsen untereinander, weil man plaudert ja viel über die verschiedenen Erfahrungen und dann heißt es immer, wenn du damals ein Polizist bist, dann bist du immer an am Set. Ich meine, ist jetzt nicht so, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, schon in 3. oder 4. Polizisten gemacht. Historisch und auch in der Jetztzeit. Okay, also historisch nehmen wir an beim Kafka dann, oder? Genau, genau. Ja. Sehr, sehr erfolgreiche Serie auch. Hast du die dann schon selbst im Fernsehen gesehen? Mhm. Schon, ja. Es hat auch eine Produktion gegeben, wo ich weiß ja die Szenen, aber da habe ich dann gesehen, okay,
die Szene ist nicht vorkommen. Kann immer passieren. Ist aber so. Aber bist du schon angesprochen worden von jemandem, der dich vielleicht erkannt hat und gesagt hat, hey, kann sein, dass ich dich gesehen habe? Nicht richtig, weil ich sage es meinen Kollegen oder Freunden halt, wann es sein kann, dass ich dabei bin und dann schauen sie halt, ja. Aber so jetzt dann nicht, nein. Okay, also in Zukunft werden vielleicht noch mehr schauen, wenn Sie sagen. Vielleicht, ja. Also bei der Steirer Krimi, glaube ich, da ist er noch nicht noch fixiert, nicht, oder? Der ist noch nicht ausgestrahlt. Also nicht ausgestrahlt, aber da gibt es, glaube ich, noch kein Datum, oder, wann der ausgestrahlt wird. Ich habe noch keins gehört und auch schnell ermittelt auch noch nicht. Steirer Krimi, mit wem, wo war da der? Da war der Dreh, das ist eigentlich selten, der war in Leoben. Also Leoben das war das. Leoben und Eisenerz, glaube ich. Genau. Und ich war im Leoben, da waren wir halt im Wald bei einer Szene und das war eben mit dem Harry Prinz halt. Also dann, wenn der läuft, muss man genau hinschauen. Genau, ja. Dann hast du gesagt, die Streaming-Serie mit der Kate Winslet, hast du die auch getroffen oder bist du ihr begegnet am Set? Genau, also flüchtig gesehen. Also bei der Szene, wo ich halt dabei war, war sie nicht im Bild, aber sie war im Hintergrund, also hinter der Kamera, hat sie gewartet auf ihren nächsten Einsatz. Ja. Wie ist das so? Du hast vielleicht gesagt, es ist alles sehr aufwendig. Also das heißt, so hast du es vielleicht nicht vorgestellt. Umgekehrt ist es vielleicht weniger unkompliziert, wenn man jetzt mit bekannten Namen wie mit Ursula Strauss, Kate Winslet oder Harry Prinz zusammen arbeitet, sag ich jetzt einmal, ist das vielleicht gar nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt? Wenn man einmal dort ist, ist dann nicht mehr so spektakulär, ja. Das ist einfach eine Person wie du und ich, der macht halt da seinen Job und es ist eigentlich auf die Sets ist immer alles ziemlich locker. Also immer mit viel Spaß verbunden und so und einfach eine lockere Atmosphäre und immer, ja. Du hast ja gesagt, die zum Aufwendig, da möchte ich nochmal einhaken, weil früher hat es ganz, ganz, ganz viel früher diese Faustregel gegeben, eine Filmminute ist eine Stunde Dreh. Gibt es jetzt nicht mehr, weil das können nicht nur Minuten, Stunden, auch Tage sein. Genau. Also das heißt, es ist auch mit viel Wartezeit verbunden, die Aufnahmen. Wird es dann lästig mit der Zeit oder hast du das in dieser Form noch gar nicht erlebt? Manchmal, weil du bei einer Szene ist meistens nie, eine Szene ist nie im Kosten, die werden immer wieder wiederholt, 5 bis 10 Mal, sagen wir jetzt einmal so im Durchschnitt, und dann gibt es Szenen, die machst du den ganzen Tag immer die gleiche. Und das ist dann schon ein bisschen, wo du dann am Abend sagst, so, jetzt sind wir dann froh, wenn es dann hast, Ende, fertig. Das ist dann schon ein bisschen zach, genau, ja. Ja, also das heißt, es nimmt auch Zeit in Anspruch, dieses Hobby. Das muss ich ja mal vereinbaren lassen mit dem Beruf, weil du bist ja dann doch immer wieder für ein paar Tage weg. Nimmst du da Urlaub oder wie funktioniert das dann? Ja, meistens schaue ich nur, dass eben Produktionen sind, was wirklich nur an einem Tag sind. Bei einem Drehtag musst du wirklich von in der Früh bis am Abend Zeit nehmen. Also arbeiten ist an dem Tag sowieso nicht. Entweder nehme ich mir Urlaub oder ich arbeite die Zeit halt herein. Genau. Also da ist das Verständnis vom Arbeitgeber vorhanden. Die wissen schon, dass ich das brauche zwischendurch. Ja. Braucht aber natürlich auch Verständnis von der Familie. Du bist verheiratet, hast einen kleinen Sohn. Was sagt deine Familie und was sagen auch deine Freunde zu deinem doch außergewöhnlichen Hobby? Ja, es ist, manche verstehen das nicht so, sage ich jetzt einmal, die fühlen sich da nicht so rein, dass sie sagen, okay, das würde mir jetzt nicht so taugen, aber das sind halt wieder Personen, die das vielleicht nicht so wollen, das vor der Kamera stellen und das Ganze halt, und bei denen sich das beruflich auch nicht vereinbaren lässt. Auch von der Familie her habe ich da die volle Unterstützung und wie gesagt, ich schaue, dass ich da wirklich ein paar Tage im Jahr das so einplan, dass nicht zu viel aufgeht, weil der Großteil von der Freizeit soll natürlich für die Familie bleiben. Ja, er ist aber nicht nur Komparse, sondern auch aktiver Schauspieler, könnte man sagen. Was genau darunter zu verstehen ist, nach einer kurzen Unterbrechung. Thank you.
Mürzzuschlag liegt genau in der geografischen Mitte zwischen Wien und Graz. In unserer Gemeinde leben rund 8.500 Menschen. Wir sind das erste Voralpengebiet von Osten her kommend, liegen auf rund 670 Meter Seehöhe. Hier auf der Hohen Scheibe haben wir eine Seehöhe von 1.450 Meter. Mürzzuschlag war immer geprägt von Industrie, von der Eisenbahn. Wir haben wirklich eine sehr wechselvolle Geschichte. Es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Und wir sind nun ganz stolz auch der Eingang zur Welterbe-Region Semmering. Wir feiern heuer 100 Jahre Stadtgemeinde. 1923 wurden wir zur Stadt erhoben, aber begonnen hat alles viel früher. Begonnen hat alles vor rund 900 Jahren. Vermutlich mit einem Gutshof im Bereich des heutigen Knappenhofs und einer Kirche am Zusammenfluss von Fröschnitz und Mürz. Die Geschichte sagt aber auch, dass im Zuge der Völkerwanderung keltische und slawische Stämme sowie die Römer durch unsere Region streiften. Alle versuchten, den damals noch kaum bezwingbaren Semmeringpass zu überqueren und in den Donauraum vorzustoßen. Wir befinden uns hier in der Ratsburg, das älteste oder eines der ältesten Gebäude Mürzzuschlags. Und dieses Haus stammt aus dem Jahre 1377. Wie auch das um 1900 vom einstigen Postwirt und Skipionier Toni Schruf speziell für seinen Freund und Walter Heimatdichter Peter Rosecker eingerichtete Rosecker-Stüberl. Als letztendlich 1227 der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein mit großem Gefolge auf seiner Turnierfahrt nach Böhmen bei uns Rast einlegte, nannte er in seinem Versroman Frauendienst erstmals unseren Ort Mürzzuschlage. So ist Liechtenstein offiziell der Namensgeber des vermutlich damals schon landesfürstlichen Marktes. Am 12. Mai 1227 schreibt Liechtenstein nach einem gewonnenen Kampf in sein Tagebuch: Und dann zogen wir mit Freuden am selben Tage mit hohem Mut nach Mürzzuschlage. Bereits im 13. Jahrhundert erfolgte ein gotischer Neubau der Stadtpfarrkirche am heutigen Platz. Während der Baumkircher Fehde im Jahr 1469 brannte der Ort ab und die Kirche wurde schwer beschädigt. Das heutige Erscheinungsbild im für die Steiermark seltenen Rokoko-Stil verdankt die Kirche der Neugestaltung im Jahr 1766. Die Einweihung erfolgte im Jahr 1774. Geweiht ist die Kirche der heiligen Kunigunde. Vom alten Glockenturm ist nur der untere Teil erhalten. Ein Blickfang ist das mit Böhler Edelstahlblech beschlagene Eingangstor aus dem Jahr 1979. Entworfen wurde es von Frau Isolde Höllwart-Johann. Wussten Sie, dass vor 545 Jahren 1478 zum Schutz der Bürger eine Ringmauer errichtet wurde. 1652 die privilegierte Schützengesellschaft im Vereinsnamen die Jahreszahl 1652 trägt. Es ist sicherlich der älteste Verein, er könnte jedoch aufgrund fehlender Aufzeichnungen noch älter sein. Wussten Sie, dass vor 295 Jahren, 1728, Kaiser Karl mit seiner Tochter, der späteren Kaiserin Maria Theresia, im heutigen Brahmshaus übernachtete. Vor 180 Jahren, 1843, beim Bahnbau am Huberacker, Bereich des heutigen Südbahnmuseums, ein römischer Münzfund für Aufsehen sorgte. Wussten Sie, dass 1876 Viktor Kaplan in Mürzzuschlag das Licht der Welt erblickt hat? Seine erfundene Schnelllaufturbine
ist weltweit in Flusskraftwerken eingesetzt und leistet einen beträchtlichen Beitrag für die Erzeugung von grünem Strom. Wussten Sie, dass 1889 Mürzzuschlag das erste öffentliche Wasserleitungsnetz erhalten hat? Wussten Sie, dass im Jahr 1900 über die Initiative Petero Seckers am Ölberg die evangelische Heilandskirche gebaut wurde? Durch die beginnende Industrialisierung zog es viele protestantische Leute, vorwiegend aus Deutschland, ins Mürztal. Dort gab es aber kein evangelisches Gotteshaus. Spendenaufrufe des Dichters in Deutschland und der Schweiz im Jänner waren nach nur 6 Monaten ein so großer Erfolg, dass die neugotische Kirche noch im gleichen Jahr nach nur 5 Monaten Bauzeit eingeweiht werden konnte. Eigentlich unglaublich. Im evangelischen Glauben gibt es keine Marienverehrung. Und so ist es wohl eine Einzigartigkeit, dass eine Kopie des Bildes der heiligen Familie von Franz Defregger den Kirchraum schmückt. Dies war eine Bedingung von Petero Secker für den Bau der Kirche. Das Bild ist ein Geschenk von Franz Defregger, der ein guter Freund von Petero Secker war. Wussten Sie, dass 1907 das Märktische E-Werk in Kuleben, heute modernisiertes Wasserkraftwerk der Stadtwerke, begonnen hat, Elektrizität für Haushalte und die Wirtschaft zu liefern? Wussten Sie, dass 1912 Max Mauermann, Betriebsingenieur bei den Bleckmann-Werken, in bahnbrechender Arbeit den ersten rostfreien Edelstahl erfunden hat? Wussten Sie, dass 1923 Mürzzuschlag von der Bundesregierung in einer Urkundenverleihung das Stadtrecht erhalten hat? Die Bundesregierung hat mit ihrem Beschluss vom 24. Oktober 1923 die Marktgemeinde Mürzzuschlag in der Steiermark über die Bitte der Gemeindevertretung zur Stadt erhoben. Das Bundeskanzleramt beurkundet hiermit die erfolgreiche Erhebung. Der Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel. Bürgermeister im Jahr der Stadterhebung war Alois Prebrost. Seit Aufnahme der Eisenbahnverbindung nach Graz im Jahr 1844 beziehungsweise 10 Jahre später mit Inbetriebnahme der Bahn über den Semmering wurde Mürzzuschlag zur Eisenbahnerstadt. Mit Übernahme der alten Hammerwerke durch Johann Heinrich Bleckmann im Jahr 1862 war der Grundstein für die Stahlstadt Mürzzuschlag gelegt. Das High-Tech-Unternehmen hat seit Generationen auch in schwierigen Zeiten für Arbeit und Standortentwicklung gesorgt. Die Stahlindustrie muss sich seit jeher Wirtschaftskrisen, Umstrukturierungen, technologischen und personellen Herausforderungen stellen. Die Böhler Bleche GmbH, wie das Unternehmen 1999 firmiert, beherrscht als einzige Firma das sogenannte Kreuzwalzen. Das heißt, die Bleche werden längs und quer gewalzt und dies führt zu einer besonders homogenen Stahlstruktur. Mit seinen am Weltmarkt hoch anerkannten Pressblechen und Schnellarbeitsstellen bildet das Unternehmen das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Mürzzuschlag. Zurück zur Eisenbahnerstadt Mürzzuschlag. Im Jahr 1844 wird die Bahnstrecke Mürzzuschlag-Graz eröffnet. 10 Jahre später nimmt die von Karl Ritter von Geger geplante erste Gebirgsbahn ihren Betrieb auf. Mürzzuschlag zählt zu den ältesten Eisenbahnorten Österreichs und liegt als Portalbahnhof an einer der berühmtesten Eisenbahnstrecken. Die Zahl der Beschäftigten steigt kontinuierlich an. Die Eisenbahn wird zu einem begehrten Dienstgeber. Und die erholungssuchenden Städter aus Graz und Wien kommen nun bequem mit der Bahn nach Mürzzuschlag. Der Fremdenverkehr erlebt einen ersten Aufschwung. Die Semmeringbahn wird 1998 in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen und Mürzzuschlag wird somit zur Welterbestadt. 2004 wird der Kulturbahnhof eröffnet.
Zuschlag, Mürzzuschlag. Kurzer Aufenthalt. Im Mürzzuschlag endet unsere Reise, nicht aber die Fahrt des Zuges, mit dem man seit 1854 in einem Zug von Wien über den Berg, wie man den Semmering nannte, bis nach Triest fahren kann. Damals statt in 3 Tagen, in 13 Stunden und 4 Minuten. Karl Ritter von Geger hat Recht behalten. Die Bahn kann Berge überwinden. In welche Richtung die Semmeringbahn in Zukunft fahren mag, die Euphorie jener Tage wird hier immer spürbar sein. Das Miele Center Stadtwerke Mürz mit dem integrierten Möbelstudio glänzt mit einer beeindruckenden Auswahl an Ausstellungsstücken. Erleben Sie unsere Ausstellungsküchen, ausgestattet mit hochwertigen Miele Elektrogeräten. Unsere Möbelplaner beraten Sie gerne und erarbeiten mit Ihnen perfekte Wohnraumlösungen für Ihr Zuhause. Ja, wir sprechen heute mit Martin Willingshofer über das Komparsentasein und wir haben schon vieles gehört, wo du mit dabei warst am Set. 2023 war es aber auch, wo du nicht nur als Komparse unterwegs warst, sondern auch als Teilnehmer beim Quizmaster, oder? Und nicht nur als Komparse, sondern wirklich aktiv, als oder? Aktiver Teilnehmer, ja. Das war eben, weil man immer gedacht hat, allgemein Wissen liegt mir. Und auch wieder die Kombination, dass du vor der Kamera bist. Ja. Und eben auch die Rateshows machen mir halt Spaß. Und da war eben auch so, also die Kandidaten werden immer wieder gesucht. Da kann man sie bei diesem Sender halt auch bewerben. Und dann wird man angerufen, wann die Aufzeichnung wäre. Und dann kommt man halt dahin. Und ja, da. Wie hast du da, oder wie lange hast du darauf vorbereitet und wie hast du darauf vorbereitet? Eigentlich gar nicht. Okay. Ich bereite mich eigentlich nie auf Sachen vor, so, es kommt so, wie es kommt. Okay. Also einfach auf gut Glück hingefahren. Ja. Und ja, dann bist du halt im Quizmaster-Studio. Ja. Läuft am Anfang auch alles ganz locker, einmal kurze Begrüßung und so. Und wo die Kameras sind, wo du hinschaust. Da gibt es ja dann im Vorhinein einmal eine kurze Vorstellung von jedem Einzelnen. Das wird kurz geübt. Yeah. Und dann beginnt eigentlich die Show, also die Showaufzeichnung in dem Sinn, ja. Okay, also auch ein cooles Erlebnis, kann man sagen. Definitiv, ja. Zurück zum Komparsendasein. Was war bisher, ich meine, du machst es noch nicht so lange, aber doch schon mehrmals dabei gewesen. Was war das bisher beeindruckendste Erlebnis bei der Arbeit, beim Hobby oder wie immer man das jetzt bezeichnen möchte? Beeindruckend will ich, also Kafka war extrem aufwendig von der Produktion her, allein für die Kostüme. Ja. Man muss sich das vorstellen, bei so einer Produktion, auch wenn du nur einen Tag dort bist, da musst du am zweiten Tag im Vorhinein schon mal hinfahren. Da gibt es eine riesige Halle, wo die Kostümproben stattfinden. Da kriegst du deine Rolle zugeteilt und dann wird für dich da ein Kostüm ausgesucht. Und das ist wirklich eine riesige Halle mit den unterschiedlichsten Kostümen von den 20er Jahren, 30er Jahren gewesen. Also. Und das ist, und auch am Set, was da alles aufgewartet oder vorbereitet worden ist und dass die Szenen eben in ein anderes Jahrhundert bringen. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, ja. Du hast vorher gesagt, Komparse und Kleindarsteller, hast du den Unterschied erklärt. Das heißt, der Komparse hat keine Sprechrolle. Mhm. Könntest du dir vorstellen, vom Komparsen einmal vielleicht so langsam zum Kleindarsteller zu werden? Definitiv. Okay. Das wäre sowieso eben der nächste Schritt, wo es interessant wäre, dass man auch Kleindarstellerrollen oder halt kleine Sprechrollen dazu kriegt. Es gibt da immer wieder so kurze Fälle, du wirst als Komparse gebucht und dann ereignet sich am Set eben die Möglichkeit, dass sie sagen, sie brauchen kurz jemanden für eine Sprechrolle. Das gibt es auch immer wieder.
Okay. Aber das ist eine Glückssache. Glückssache, aber es ist etwas, wo du, glaube ich, hinarbeitest, genau, oder? Ja. Also, du kannst ja jetzt mittlerweile, hast du mir schon erzählt, dir ein bisschen die Rosinen rauspicken, oder? Mhm. Das ist ja schon für so kurze Zeit ganz beachtlich. Ja, du hast bei einer jeden Plattform hast du so eine Vita-Rubrik, wo du im Prinzip deine ganzen bisherigen Projekte, wo du mit dabei warst, reinschreibst. Das sehen dann die Agentur und auch die Regie und dann wirst du schon dementsprechend öfter kontaktiert oder so. Mhm. Weil Neulinge müssen erst einmal reinkommen und ich meine, ich bin jetzt auch noch eher Neuling, aber ich habe ein bisschen mit Erfahrung und du wirst einfach mehr kontaktiert von dem her, als wie du fängst ganz neu an. Gibt es so ein Wunschprojekt für die nahe Zukunft? Mhm. Das Wunschprojekt wäre, was dieses Jahr vielleicht eh möglich wird, beim Bumuckl dabei zu sein, bei der zweiten Staffel für die neuen Folgen, was wieder neu verfilmt wird. Einfach aus dem Grund, weil die Schauspieler, was da dabei sind, super sind und die haben halt das ganze Set von damals, diesen Innenhof mit der Werkstatt, was ja in Innenhof gibt schon noch, aber die Werkstatt ja nicht mehr, die ist ja damals abgerissen worden, die haben das wirklich detailgetreu 1:1 nachgebaut und das wäre halt ein Traum, dass man wirklich einmal in diese Filmhalle kommt, wo das dort steht und einfach einmal sieht. Der Pumuckl, ja. Den kennt, glaube ich, auch jeder. Genau. Also das heißt, das ist so eine doppelte Geschichte. Zum einen ein bisschen so Kindheitstraum wahrscheinlich verwecken und zum anderen auch dieses hinter die Kulissen blicken, was da ist. Wobei das jetzt schon auch wieder eine andere Liga halt dann ist, weil das ist halt auch wieder sehr aufwendig gewesen, ja. Naja, da drückt man die Daumen, vielleicht sehen wir da und ich würde jetzt einfach dann jeden raten, beim Steirer Krimi und dann vielleicht in Zukunft beim Bumuckl näher hinzuschauen, vielleicht sieht man den Martin Willingshofer. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Danke. Und viele Produktionen, die du dir noch wünschst, dass die auch in Erfüllung gehen. Und danke, dass wir ein bisschen mit dir einen Blick hinter die Kulissen werfen haben dürfen. Und danke für die Einladung. Herzlichen sehr, sehr Dank. Gerne. Und Ihnen zu Hause, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Von Mürzseherinnen und Seher, herzlich willkommen in unserer Rubrik Erinnerungen. Hier zeigen wir ausgewählte Beiträge aus den vergangenen Jahren. Je nach zeitlichem Spielraum werden im Anschluss an die aktuelle TV Mürz-Sendung unterschiedlich viele Beiträge aus vergangenen Jahren gezeigt. Freuen Sie sich also auf vergessene Schmankerl, auf Lustiges oder auf emotionale Einblicke in die Geschichte rund um Mürz-Zuschlag oder einfach auf schöne Erinnerungen. Viel Vergnügen! Wie in Zeitungen schon mehrfach zu lesen war, hat das Team um das Mürz-Zuschlager Stadtfernsehen mit Jahresende 2006 seine Tätigkeiten eingestellt. Am Valentinstag gab es ein rauschendes Abschlussfest im Stadtsaal, wo unter anderem auch Highlights aus 10 Jahren Bilderbogen zu sehen waren. Seit 1996 hat Benno Buzzi und sein Team 14-tägig eine Sendung ins Kabelnetz der Stadtwerke gestellt. Jeder, der mit Fernsehen zu tun hat, weiß, wie viel Arbeit und Zeit dafür aufgewendet werden muss, um ein interessantes TV-Erlebnis, wenn auch nur lokaler Beiträge, über den Schirm laufen zu lassen. Mit Ende 2006, also nach 10 Jahren, hat Bibo seine Tätigkeit eingestellt. Wie beliebt diese Sendung war, hat die Abschlussfeier im Stadtsaal bewiesen. Der Mürz-Zuschlager Bilderbogen ist eine Institution geworden, die sehr geschätzt wurde von den Seherinnen und Sehern und auch mit einer ungeheuren Qualität und mit einer Zuverlässigkeit sondergleichen haben wir hier sozusagen das Fenster in die Mürz-Zuschlager und Mürztaler Welt ganz besonders weit für unsere Bürger aufstoßen können. Die Stadtwerke als Kabelnetzbetreiber hatte das Bibo-Team von Beginn an unterstützt. Wir haben gewusst, dass lokales Fernsehen bei den Kabel-TV-Kunden sehr gut ankommen wird.
Wir haben daher mitgeholfen, den Bibo zu initiieren, haben ein Kabel-TV-Studio, die Schneideanlagen zur Verfügung gestellt, um den Bibo mit aufzubauen. Dass Bibo nach wie vor in den Herzen der Mürzzuschlager verankert ist, hat der rege Zuspruch zum Bibo-Fest eindeutig bewiesen. Ja, das freut mich unglaublich. Ich habe ja bis um 7 Uhr nicht gewusst, kommen 50 Leute, 100 oder ein bisschen mehr, das weißt du nicht. Ne? Und das freut mich natürlich und wir sind stolz. Ja. Aber in der Bibel steht schon, alles hat seine Zeit, gell? Und die Zeit des Bilderbogens ist halt jetzt zu Ende. Ingenieur Benno Buzzi wurde bei diesem Fest auch der silberne Ehrenring der Stadt Mürzzuschlag verliehen. Aber ein Ende hat bekanntlich auch einen Anfang. So wurde die Agentur Bruno Rabl beauftragt, eine neue Sendung auf die Beine zu stellen. Und seit 7 Wochen läuft bereits TV Mürz. Und das ist sehr, sehr positiv. Wir helfen auch hiermit, wieder das TV Mürz auf Schiene zu bringen. Wir wissen, dass unsere Kunden lokales Fernsehen sehr gerne haben. Und es gibt auch bereits sehr, sehr positive Rückmeldungen von unseren Kunden. Oh ja, das war also ein ganz starker Wunsch auch seitens der Gemeindevertretung, dass das, was wir jetzt 10 Jahre gewohnt waren, dass das weitergeführt wird. Wenn es auch vielleicht in einer anderen Form ist, ich denke, auch diese Form wird sich wieder bewähren und hat schon begeisterten Zuspruch erhalten. TV Mürz kommt jede Woche ab Donnerstag neu mit Berichten in und um Mürzzuschlag. Nachdem sich diese Sendung durch Werbeeinnahmen finanziert, wird auch die Mürzzuschlager Wirtschaft verstärkt mit Tipps und Angeboten vertreten sein.